liebe Freunde der Online-Unterhaltung und willkommen zu einem wundervollen Part von Let's Play Rogue Company. Wir beginnen heute im Modus Wettrüsten, in dem man ja an sich keine Waffen kaufen kann, sondern hier muss man die Waffen und Gadgets auf der Map finden und in diesem Fall haben wir die Map Skyfell. Ha. Ich komm mal mit. Willst du die? Ja, nimm sie. Dafür nehme ich die hier. Hallo. Die kenne ich doch von Glitch. So. Ah ja. Aha. So, wenn ich mega Pech habe, steht sie hier jetzt noch irgendwo rum, sieht aber nicht so aus. Und deswegen laufe ich los, hol mir die Granaten, beide. Und jetzt geht's ins Game. Gotcha. Verdammt. Ich hätte mich eher aufs Schießen konzentrieren sollen, weil das eigentlich auch eine echt gute Waffe war. Was ist das? Genau die gleiche. So, ein bisschen Action. Wo gibt's Action? Da gibt's Action! Und hier gibt's auch irgendwo Action. Oh, ist das eine Long Range? Yo. Yeah! Also quasi eine Sniper. Und irgendwas ist mit meiner Maus los, verdammt. Ah. Ich glaube, die komische Bewegung, ja, die kam von meinem Mauspad. Ich habe mir ein neues Mauspad zugelegt. Wo? Verdammt. Ja, das war jetzt nicht gut. Das war keine allzu intelligente Aktion von mir. Hallo, DMR. Interessant. Okay. Ach, verdammt. Snipe. Yo. Das ist die Fixer Sniper. Und die will ich nicht. Ich bin kein allzu guter Sniper-Spieler.
Okay. Irgendwie. Aber ich bin noch drin, ich bin noch drin, ich bin noch drin. Und das war's. Okay. Was ist das? Das sieht aus wie eine DMR. Gegner, wo? Yo! Waffe, keine Waffe. Ja. Ganz ruhig. Ganz verdammt. Ja. Toll. Wirklich fantastisch. So, rein da. Rein da. Okay, ich hol mir die Waffe. Hab die Waffe. Soll ich hol dich oder auch nicht? Jo, keine Muni. Dann geben wir die. Nein, die will ich. Ja. Die Waffe ist echt nice. Komm schon, rein da. Hey! Nice! Okay. Ja, gut, das war
eine Runde in diesem Spielmodus und wir sehen uns gleich wieder in einer Runde Ranked Mode. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in einer Runde Ranked Mode. Interessanterweise wieder auf der Map Skyfall. Dieses Mal aber mit dem guten alten Glitch und mit einem Saint im Team, was schon mal sehr gut ist. Dima kann auch helfen und Lancer. Interessant. Ja, sehr interessant. Wir verteidigen zuerst und ja, wenn ich auf dieser Map wählen müsste, würde ich neben Glitch auch Saint bevorzugen. Saint kann auf der Map auch ziemlich gut was anrichten, in der Verteidigung wie auch im Angriff, weil sie halt auch viele offene Plätze gibt und er hat nochmal zurückgelenkt. Okay, da lang. Gotcha. Verdammt. Kommt schon vorne, das müsst ihr machen. Ja, gut, sehr gut. Einer noch, kommt schon, kommt schon. Einer, das ist der letzte. Sie rusht. Und sie überrascht ihn und sie schafft es. Perfekt. Easy win in der ersten Runde. Das kann sich natürlich noch im Verlauf des Matches ändern, aber ja, doch, würde ich so unterschreiben. So, und ich gehe ja, nein, auf die LMPX. Und ich könnte mir sogar das zweite. Oh. Ja, doch. Gut. Okay. Zwei Updates in der ersten Runde. Also nach der ersten Runde. Das hatte ich auch lang nicht mehr. So, wohin jetzt? Wohin jetzt? Sieht aus wie B, könnte aber auch nur Ablenkung sein. Ja, ich bin hier. Okay. Gotcha. Wo sind sie? Da hinten. Yo! Okay. Dran. Ich komme zu dir. Verdammt. Yo, nice. Freunde, wir haben einen sehr guten Spieler oder eine sehr gute Spielerin im Team. Ja. Jo. Dritte Runde und die LMPX schon voll aufgewertet. Was da los? Okay,
Dann gehe ich auf die Semtex. Und los geht's. Und das sieht nach A aus. Nicht ins offene Feld. Okay. Verdammt. Die kommen. Schade. Aber wenn ich es nicht versucht hätte, dann wäre die Bombe auf jeden Fall explodiert und ja. Schade. Dann geben wir das. Ja. Die Gegner sind schon lange nicht mehr zu A gegangen, fällt mir. Zu B gegangen. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, gut, dann mache ich in der Runde mal was ganz Spezielles. Dann gehe ich mit Lancer mit. Zu A, ja. Ja. Kommt schon. On my way. Hast du dir so gedacht, hä? Verdammt. Jo, warum leben von denen noch so viele? Okay, aber was hätte ich da jetzt machen sollen, hä? Gleich wieder rausgehen, ja. Warum spiele ich so offensiv? Ja. Ja. Okay, gib mir das und gib mir. Das. Ja, nicht ganz. Ich weiß ja nicht. Jetzt haben sie schon so oft die 10 rüber. Einer hat mindestens rübergezogen.
Nice. Gute Runde, verdammt gute Runde. Und das ist jetzt, das war jetzt natürlich nicht so. Nicht so jugendfrei, aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Ist nur ein Spiel. Und wir haben Runde Nummer 6. Das heißt. Ja, eigentlich ist es nicht mehr wichtig, was ich jetzt kaufe. Ich muss nur noch gut und konzentriert spielen. Und runter geht's. Also ich weiß ja nicht, ob es so gut ist. Genau das passiert, wenn man nicht bei seinem Team bleibt. Vorsichtig, lauf nicht rein. Schade. Schade, schade. Halbzeit gut. Ich nehme zum Angriff wieder Glitch. Denn falls, und nur falls, das ist rein theoretisch, falls einer der Gegner wieder Anvil ist, ja, kann ich gut seine Barrikade durchbrechen. Und Saints Heildrohne kann ich auch abwehren. Lancer kann ich aufspüren und Dima. Dima ist so eine Sache, der ist sehr gefährlich. Also Tracker-Patronen sind, denke ich, keine schlechte Wahl. Beziehungsweise, wenn ich die LMPX habe, hole ich mir wahrscheinlich zu. Erst Zähigkeit, damit ich weniger Schaden von Explosionen davon trage. Und ja, das ist der Plan. Wohin? 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 Ich wäre dabei. Der mit der Bombe nicht. Warum nicht? Okay, doch. Bingo, Freunde, bingo. Verdammt. Dreck. Ah.
gutes Gameplay. Das ist kein gutes Gameplay von mir. Ja, okay, gut, dann nehme ich doch eher noch die Semtex. A könnte ich eigentlich relativ gut verteidigen, ja. Ja, komm schon, bin schon hier. Und das war die Barrikade. Ist das unser? Ja. Wo sind sie? Ich brauche einen ungefähr. Okay. Jo! Direkter Treffer, Freunde. So geht das. So macht man das. Oh. Okay. Gut. Gut. Das war jetzt auch wieder so eine Situation, in der man sehr gut gesehen hat, dass das Spiel einfacher ist, wenn man auch wirklich in der Gruppe bleibt. Ja. Saint hat die Bombe. Gut. Gut. Oh, und die Semtex gerade eben, die war wieder so nice. Oh. Manchmal habe ich ja einfach dieses unglaubliche Godplay mit den Granaten, aber es ist nicht gut, mir die Bombe zu überlassen. Da haben sie uns überrannt. Schade. Aber auch genau wieder in einer Runde, in der ich die Bombe hatte. Ja, naja. Okay, jetzt wieder konzentrieren. Schön konzentrieren. Wohin? 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 Jo, zweite Semtex. Nice. Und eine. Oh, verdammt. Gut. 1v1. Komm schon, das schaffst du. Das schaffst du. Defensivspiel. Nein, renn, renn, renn. Pass auf. Okay, er muss jetzt defensiv spielen. Die müssen beide defensiv spielen.
Okay, renn weg, renn weg. Gut. Oh, da kann ich ihn von hinten rushen. Jetzt wird's spannend, Freunde. Jetzt wird's spannend und ich muss mich konzentrieren. Ich, nein. Nein. Definitiv nein. Und sie hat die Bombe übernommen. Okay. Gut. Immer hierher zu gehen ist vielleicht auch nicht so die beste Lösung. Ja. Wir haben uns aufgeteilt, warum auch immer. Und das hat uns den Sieg gekostet. So. So. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Er hat die Bombe, dann bleibe ich bei ihm. Warum geht er wieder zu? Okay, aber wir sind alle zusammen. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Gut und wichtig. Sollen wir? Sollen wir nicht? Er macht's. Von wo? Von wo? Von da, von da, von da. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein. Oh. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Das und dann. Dann gib mir das. Okay, ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Konzentrieren, ganz ruhig. Oh nein. Okay.
nicht alleine los. Oh, Freunde, dafür tanze ich. Oh, nice. Oh, aber das waren gute Runden. Das waren sehr, sehr gute Runden. Ja, 800 Meisterungspunkte. Interessant. Die meisten Knockouts, die meisten Wiederbelebungen. Gut, eine, naja. Und zweitmeiste Eliminierungen. Erster, Freunde. Seht es euch an. Erster. Erster von meinem Team geteilt mit dem zweiten. Also zwei erste von, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber der erste von der anderen hat mehr Punkte, also auch die Interesse. Egal. Ja, das war's wieder. Mit, wie heißt es? Rogue Company. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.